Yo, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Erstkanal. Endlich kommt mal wieder ein Video auf dem Hauptkanal. Ich glaube, ich habe noch nie in den letzten 2 bis 3 Jahren so lange Pause gehabt zwischen den Videos. Dafür gibt es jetzt erstmal von mir ein ganz, ganz fettes Entschuldigung, denn ich habe es ja schon im letzten Video erwähnt, ich war ja die ganze Zeit krank und dann habe ich auch noch die ganze Zeit täglich Videos hochgeladen auf dem 2-Channel und dann war ich einfach nicht so in dieser Mut, halt ein Video zu machen. Dann hatte ich auch noch eine lange Zeit den fettesten Herpes, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe und dadurch wollte ich auch nicht die ganze Zeit vor der Kamera sein und so weiter. Ich denke mal, ihr werdet das verstehen können. Oder ihr werdet das nicht verstehen können und werdet mich jetzt einfach alle die ganze Zeit hassen. Nice. Gut, jetzt bin ich mal wieder gesund, jetzt gibt's keine Ausreden mehr, jetzt wird auch endlich wieder vernünftig, regelmäßiger Content kommen. Und heute habe ich für euch ein absolut aufwendiges Video. Ich habe da jetzt 3 Tage am Stück dran gearbeitet. Denn heute gibt es für euch 15 weitere Tipps und Tricks, die ihr in Warzone 2 gut anwenden könnt, um euch zu verbessern. Genau so ein Video habe ich ja schon mal in Warzone 1 gemacht. Ist tatsächlich sogar das erfolgreichste Video auf meinem Channel hier. Und die Leute, die meine Tipps und Tricks Videos gesehen haben, die wissen auch, dass ich da immer sehr viel Zeit reinstecke und auch immer das Ganze mit Videobeispielen beweise und so weiter, damit ihr euch das Ganze einfach besser vorstellen könnt. Weil klar, in der Theorie kann ich hier alles erklären, aber wenn ihr nicht so ein richtiges Bild dazu habt, von dem, was ich meine, dann kann man es, denke ich mal, nicht so gut verstehen, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch heute wieder zu jedem einzelnen Punkt, den ich heute erwähnen werde, auch wieder ein Videobeispiel. Mindestens eins. Und es ist auch egal, ob ihr Anfänger seid oder schon ein bisschen Erfahrung habt oder auch schon sehr erfahren seid. Da, wie gesagt, das ganze Video ein extremer Aufwand war, würde ich mich sehr über einen kostenlosen Like oder auch über ein kostenloses Abo freuen, damit auch ihr keine zukünftigen Warzone-Videos mehr verpassen könnt. Und wenn euch das Ganze gefällt und ich euch nicht ganz so unsympathisch bin, dann könnt ihr auch gerne auf dem 2-Channel mal vorbeischauen oder auf Twitch, da bin ich auch jeden Tag live. Das Ganze ist wie immer in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber nun zu den 15 Punkten, die ich für euch vorbereitet habe. Fangen wir als allererstes mit einem Punkt an, der in Warzone 1 auch schon relativ wichtig war, aber in Warzone 2 sogar noch deutlich wichtiger ist. Das ist nämlich das Markieren, während ihr in einem Gunfight seid. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr seht einen Gegner. Entweder ihr seid euch komplett zu 100% sicher, dass ihr ihn auf jeden Fall töten werdet, dann braucht ihr ihn nicht markieren. Wenn ihr euch aber nicht wirklich sicher seid und zum Beispiel hinter ihm steht oder so, dann könnt ihr ja ganz kurz die Zeit ausnutzen, um ihn zu markieren. Das hilft zum einen euren Teammates, dass sie sofort wissen, wo er natürlich steht, aber vor allem auch euch selbst, denn ihr könnt auch immer sehen, wo er dann langläuft. Natürlich hält das nur seine 3-4 Sekunden, aber es ist definitiv ein sehr, sehr großer Vorteil. Das sollte man nicht unterschätzen. Und da war auch schon der erste Voice Crack. Vor allem ist das Markieren extrem stark, wenn der Gegner in einer Rauchgranate ist oder im Wasser. Wenn der Gegner also eine Rauchgranate wirft, was ja ziemlich oft passiert, oder wenn er schwimmt, dann probiert einfach mal so ungefähr in deren Richtung die ganze Zeit zu markieren und wenn ihr ihn dann markiert bekommt, dann wisst ihr ja die ganze Zeit, wo er ist. Und mit dieser Markierung könnt ihr dann auch ganz einfach ins Wasser schießen. Digga, das war genau das Teamplay, es hat so geschmeckt gerade, ne? Das war genau das. Markiere Feind. Oder auch in Rauchgranaten. Zielgebiet markiert. Beschuss Zielgebiet. Punkt Nummer 2 ist eine Sache, die extrem viele Spieler immer wieder falsch machen. Ich sehe sehr oft Leute, die Gegner knocken und dann sofort ausrasten und unbedingt finishen wollen, weil natürlich auch verständlicherweise sehr viele Leute in Warzone 2 Safe Arrive haben. Aber in sehr vielen Situationen stirbt man auch dadurch, da man unbedingt diesen Kill haben möchte. Konzentriert euch lieber in den meisten Situationen darauf, direkt noch den nächsten Gegner zu töten. Versteht mich nicht falsch, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den Gegner zu 99% finishen könnt, ohne dass ihr dabei sterbt, dann macht es gerne. Aber in sehr vielen Situationen reicht es, wenn ihr den Gegner erstmal nur knockt und dann euch erstmal sofort auf die anderen Gegner fokussiert. So wie in dem folgenden Beispiel, da wusste ich ja auch, dass ich nicht nur eine Person vor mir habe, sondern definitiv noch andere Mates, die mich pushen werden. Ah! Bro! Das ist Cypress, das ist Cypress. Hier mit Schild. Noch einer. Oh mein Gott! Für diesen Punkt habe ich aber noch ein weiteres Beispiel für euch, wo ihr wunderbar sehen könnt, dass ich einen Gegner knocke, aber nicht unbedingt hysterisch werde und die sofort finishen möchte, sondern ich habe gehört, okay, Feind landet im Einsatzgebiet und links neben mir ist ein Drop, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er dort gerade gelandet ist, also wird er jetzt direkt als nächstes mein Fokus sein. Natürlich kriegt ihr dann in der einen oder anderen Situation vielleicht mal 1 oder 2 Finishes nicht durch, aber dafür kriegt ihr in anderen Situationen vielleicht sogar 1, 2 Kills mehr oder vielleicht sogar Teamwipes. Der dritte Punkt ist eine Sache, die neu in Warzone 2 gekommen ist und die ich auch bei ganz wenig Spielern bisher nur gesehen habe, beziehungsweise noch bei gar keinem ehrlich gesagt. Zerschießt die Reifen. Gerade bei diesem schwer gepanzerten Auto, also diesem LTV, wenn ihr dort einen Reifen zerschießt, der ist unglaublich unbeweglich dann danach und dann könnt ihr easy auf das Fahrradcockpit schießen. Dein Auto
Reichweite auf jeden Fall nicht mehr vernünftig. Das funktioniert leider nicht so gut. Das ist leider enttäuschend. Das ist wirklich mit Abstand die beste Taktik, wenn jemand in einem gepanzerten Auto ist. Aber das funktioniert natürlich auch sehr gut bei den anderen Autos. Dein Auto dreht sich ganz schön, kann das sein? Kann das sein? Der nächste Punkt ist eine Sache, die ich bei sehr, sehr vielen Spielern irgendwie ganz oft falsch sehe, wenn ich die zum Beispiel töte und dann deren Inventar gucke. So sollte es auf jeden Fall nicht aussehen. Achtet auf jeden Fall auf euer Inventarmanagement. Das ist wirklich wichtig. Das beste Inventar ohne Rucksack würde bei mir jetzt zum Beispiel so aussehen. 3x Plattenstacks, 2x Streaks, also 2 Prezis, 2x Self-Rave, goldene Gasmaske, 2 Smokes, 2 Semtakes, meine Fennec, meine APK. Und eine Munikiste. Noch besser könnte es für mich jetzt solomäßig laufen. Und apropos Loot-System. Das ist eine Sache, die in Warzone 1 schon relativ viele Leute falsch gemacht haben. Aber in Warzone 2 ist es noch viel, viel schlimmer, wenn ihr zu lange lootet. Ich weiß, das Loot-System verlockt dazu, dass man direkt an den Rucksack geht und sich alles erstmal so ein bisschen anguckt und lootet und so weiter. Lootet immer nur in den richtigen Situationen, wo ihr auch wirklich Zeit habt und wo ihr nicht unbedingt einen Gegner um euch habt. Das könnt ihr auch wunderbar bei diesem Beispiel sehen. Ich töte den einen und könnte ihn jetzt auch theoretisch looten. Aber ich weiß ja, wo der andere Gegner ist und möchte die Drohne noch ausnutzen und konzentriere mich erstmal auf den, bevor ich anfange, diesen Rucksack zu looten, den ich eben gerade schon geholt habe. Im Nachhinein kann ich ihn ja immer noch looten. Deswegen immer nur looten, wenn ihr wirklich Zeit dafür habt. Und apropos Zeit für etwas haben. Ey, meine Übergänge sind halt wahnsinnig gut. Ihr müsst in Warzone 2 euer Plattenverhalten anders lösen als in Warzone 1. In Warzone 1 konnte man sich ja wunderbar Platten geben und jedes Mal immer wieder wegrennen dabei. Das funktioniert aber in Warzone 2 nicht. Ihr könnt dabei nicht rennen. Ihr seid unglaublich unmobil. Und ihr seid ein unglaublich einfaches Ziel, wenn man euch dabei erwischt, während ihr playtet. Ich zeige euch mal ein Negativbeispiel, wie es der Gegner komplett falsch gemacht hat. Warum playtest du dich? Die waren so nah beieinander und wir waren beide ohne Platten. Und er dachte sich erstmal, okay, ich gebe mir jetzt erstmal Platten. Da ich aber natürlich auch selbst nicht fehlerfrei bin, zeige ich euch auch ein Negativbeispiel von mir selbst. Ja, Playen ist dumm. Wenn ihr euch also Platten geben wollt, dann macht es wirklich nur in Situationen, wo ihr euch ziemlich sicher seid, dass euch der Gegner nicht pushen kann, weil er es nicht rechtzeitig schafft. Oder ihr rennt kurz weg in irgendeine Deckung, wo euch der Gegner dann nicht mehr vermuten kann oder finden kann und dann playtet ihr euch. Oh, scheiße, das ist gar nicht gut. Aber er wird sich playen. Der Idiot wird sich jetzt playen, weil er denkt, er ist safe. Und das, jetzt kommt er auch von der Stelle nicht weg. Nee, hat's gut gemacht, ne? Man hat nichts gesagt. Aber er hat sehr gut gemacht. Er hat sehr, sehr gut gemacht. Na, also halb gut. Der nächste Tipp klingt vielleicht ein bisschen banal und auch einfach, aber ihr solltet auf jeden Fall gerade in Warzone 2 auf euren Headshot-Schaden achten. Probiert, so gut es geht, auf den Kopf zu zielen. Der Headshot-Schaden in Warzone 2 ist eine absolut bodenlose Frechheit und sobald ihr den Kopf trefft, werdet ihr den Gegner viel, viel schneller töten. Ich weiß, das Ganze ist natürlich nicht immer einfach und funktioniert auch nicht in jedem Gunfight, aber probiert, so gut es geht, darauf zu achten, auf den Kopf zu zielen. Guckt bitte, wie schnell die Gegner umfallen, wenn ihr auf den Kopf zielt. Noch einer? Selbe Stelle? Und apropos, worauf ihr im Gunfight achten solltet. Okay, ich hör auf mit den Übergängen. Probiert, so gut es geht, darauf zu achten, während des Gunfights, ganz, ganz wichtig, nicht vorher, zu dropshotten. Also für die Leute, die das Wort noch nie gehört haben, euch hinzulegen, während ihr schießt. Und warum ich das Ganze so explizit sage, dass ihr das während des Gunfights machen sollt und nicht schon vorher, weil wenn ihr es vorher macht, dann wird euch der Gegner halt direkt von Anfang an halt schon auf den Kopf schießen. Und dann fehlt da vor allem dieser Überraschungseffekt. Und wenn der Gegner auf euren Kopf schießt, wir haben es ja eben gerade gehört, dann macht der Gegner so unglaublich viel Schaden, dass ihr da auch gar keine Chance mehr habt. Wenn ihr aber erst aufrecht steht und dann währenddessen euch hinlegt, dann wird es schon sehr, sehr überraschend für den Gegner. Cool. Slack komplett.
Ich weiß, es dauert echt einige Zeit, bis man das Ganze drin hat und man sollte es auch nicht immer machen, auf gar keinen Fall. Aber probiert es einfach mal, damit es so ein Automatismus wird, in fast jedem Gunfight erst beim Anfang zu machen und dann werdet ihr auch solche Ergebnisse haben. Ein weiterer Punkt, der die Gegner sehr überraschen kann, ist der sogenannte Sidestep. Beziehungsweise, das ist eigentlich absolut kein offizieller Begriff und den habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich erkläre ihn noch. Den sogenannten Sidestep nutzt ihr in Situationen, wo ihr überrascht werdet von einem Gegner. Ihr seht also überraschenderweise den Gegner vor euch, dann geht ihr ganz kurz einfach mal zur Seite, ihr guckt einfach weg von ihm, springt dann irgendwie oder geht auf jeden Fall die Richtung und dann dreht ihr euch wieder zu ihm hin. Ihr signalisiert also dem Gegner, okay, geht jetzt in eine andere Richtung, aber dann auf einmal zieht ihr doch in seine Richtung. Ist in der Theorie irgendwie richtig kacke zu erklären, deswegen habt ihr hier auf jeden Fall schon mal ein Beispiel. Die hat die Meldung wahrscheinlich nicht bekommen, ey. Oh mein Gott. Diesen Sidestep müsst ihr aber nicht immer nur mitten im Gunfight benutzen, sondern ihr könnt ihr auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel einen Gegner vor euch gesehen habt und dann ganz schnell erstmal in eine Deckung springt und dann so tut, als hättet ihr den Gegner nicht gesehen. Und dann nutzt ihr den Überraschungseffekt, dass der Gegner denkt, okay, er hat mich gerade nicht gesehen, weil ich bin ja gerade zur Seite gelaufen, habe nicht in seine Richtung geguckt und dann könnt ihr ihn easy töten. Und für genau diesen Sidestep in der Deckung, den Gegner dann überraschen, habe ich noch ein Beispiel. Und apropos Deckung, darum geht es auch im nächsten Tipp. Das ist nämlich das sogenannte Snaken. Und diesmal ist es ein Begriff, den ich mir nicht ausgedacht habe. Snaken gibt es eigentlich schon fast immer in den CODs, aber in Warzone 2 bzw. in Modern Warfare 2 auch im Multiplayer ist es extrem stark. Und was dieses Snaken eigentlich genau ist, das hat Scump eigentlich perfekt erklärt. So imagine this is my head glitch right here. Durch diese Auf- und Abbewegung könnt ihr immer mal wieder kurz über eine Deckung luschern und gucken, wo der Gegner gerade ist. Und wenn ihr gerade unten seid, wisst ihr jetzt genau, wo der Gegner gleich sein wird, wenn er nach oben geht und dann habt ihr den Überraschungseffekt und könnt direkt schießen. Das Gute daran ist, ihr wisst natürlich sofort, wann ihr jetzt gleich nach oben gehen werdet. Der Gegner muss erstmal darauf reagieren. Noch dazu gibt es natürlich auch nochmal technische Vorteile, wie zum Beispiel den Ping, dass der Gegner euch sowieso erstmal später seht, bis ihr oben seid und, aber dazu möchte ich jetzt eigentlich erstmal nicht kommen. Und damit ihr auch wieder praktisch seht, wie das Ganze aussieht und funktioniert, hier ist wieder ein Beispiel. Der nächste Tipp ist eine Sache, die ich auch im Warzone 1 Video erwähnt habe, die aber immer noch viel zu wenig Leute machen und die man auch wunderbar in Warzone 2 machen kann, nämlich das Baiten. Also den Gegner mit irgendwelchen Geräuschen oder sonstigem verarschen und so tun, als wüsste man gerade nicht, dass man ein Geräusch gemacht hat, obwohl man das natürlich mit Absicht gemacht hat. Das könnte zum Beispiel mit Absicht ein Fenster einschlagen sein, um zu zeigen, dass man angeblich aus dem Fenster gesprungen ist. Das ist praktisch gesehen ein extrem einfacher Bait, aber damit kann man auch gute Spieler echt gut verarschen, wie man nämlich auch bei mir selbst sehen konnte. Okay, jetzt bist du gefickt. Boah, Digga, das ist wirklich gut gewesen. Und wo wurde jetzt in dem Beispiel ein guter Spieler verarscht? Aber das Ganze funktioniert auch zum Beispiel wunderbar, wenn ihr einfach in irgendeine andere Richtung schießt, um den Gegner hervorzulocken, weil er dann denkt, oh, jetzt kann ich den ja Third Party und pushen, obwohl ihr genau wisst, dass er gleich pushen wird. Platziere Clustermine. Komm, lauf rein. Lauf rein, komm. Der nächste sehr wichtige Punkt, der eher für erfahrene Spieler ist, ist nämlich die richtige Kill-Priorität. Klingt ziemlich kompliziert, ist aber extrem effektiv, wenn man alleine gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft. Um diese Kill-Prio perfekt erklären zu können, zeige ich euch schon mal direkt ein Beispiel und erkläre euch gleichzeitig, was ich mir immer dabei gedacht habe. Hier, ich bin der auf der linken Seite, der da oben ist, der in dem Clip ist. Ach, scheiß auf. In dem Clip ist das Ganze mal sehr einfach gezeigt. Da bin ich nämlich nur in einem 1 gegen 2. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Ich sehe den, der gerade gelandet ist. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier gerade auf ihn schießen möchte, sehe ich auch schon im Augenwinkel, dass hier sein Teammate im Fenster zu sehen ist. Da ich aber jetzt nicht die ganze Zeit von beiden gesehen werden möchte, gehe ich ganz kurz in die Deckung. Ich schieße zwar auf ihn und gehe gleichzeitig in die Deckung, sodass er mich jetzt hier nämlich nicht mehr sehen kann. Ist also ein klares 1 gegen 1
und der andere kann jetzt hier erstmal nichts machen. Also meine Kill-Priorität liegt auf dem hier und der andere kann mich nicht töten, da ich mich richtig in die Deckung begebe. So, jetzt kann ich den hier easy töten und jetzt weiß ich ja, dass der nächste Gegner hier ist. Also meine Kill-Priorität lenkt sich direkt auf den nächsten Gegner, nicht sofort finishen, wissen wir auch schon aus dem anderen Tipp. Und jetzt können wir ins nächste 1 gegen 1 gehen. Und jetzt habe ich direkt beide Leute getötet. Also bei der Kill-Priorität immer darauf achten, dass ihr so gut es geht immer nur in einem 1 gegen 1 seid, obwohl ihr in der Theorie zum Beispiel jetzt in einem 1 gegen 4 seid. Also pickt euch immer jeweils einen Gegner raus, mit dem ihr im Gunfight seid, knockt ihn am besten und dann pickt euch wieder immer einen Gegner raus. Ich weiß, klingt sehr theoretisch, aber dafür habe ich wieder einen Beispielclip für euch, wo ich dieses Mal in einem 1 gegen 4 war, in der Theorie, aber praktisch eigentlich immer nur in einem 1 gegen 1 war. So, schauen wir uns das Ganze an. Ich schaue über die Klippe. Ich habe hier schon gesehen, okay, hier ist noch ein weiterer Gegner. Ich gehe aber ein bisschen zurück, ich laufe zurück, ihr seht's, und schieße auf den einen, die anderen können mich nicht sehen. Erstmal im 1 gegen 1, knocke ihn. Jetzt gucke ich hier, okay, wow, hier sind schon wieder zwei Leute. Ich muss ein bisschen zurückgehen wieder. Ich gehe ein bisschen in Deckung, habe gerade übrigens auch schon gesehen, dass es noch ein vierter Mann ist. Gehe wieder ein bisschen in Deckung, sodass die wieder mich nicht sehen können und schieße erstmal auf den hier, knocke ihn. Jetzt kann ich mich auf den nächsten wieder priorisieren. Mache das und knocke direkt beide, weil der eine One-Shot war. Und dadurch habe ich alle vier knocken und auch finishen können. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut in Häusern machen, zum Beispiel in Treppenhäusern. Man tötet erstmal einen, dann läuft man die Treppen wieder hoch, wartet bis der nächste dich pusht, dann bist du wieder nur in einem 1 gegen 1, pickst dir also wieder jemanden raus, knockst den wieder, läufst wieder die Treppen hoch oder aus dem Fenster raus. Also in Häusern kann man das Ganze sogar noch besser machen. Und eine weitere Sache, die man auch in Häusern sehr gut machen kann und die auch in Warzone 1 richtig stark war, macht immer die Türen zu, nachdem ihr durchgelaufen seid. Beziehungsweise im besten Fall nicht nachdem ihr durchgelaufen seid, sondern genau in dem Moment, wo ihr durchlauft. Ich weiß, es ist als Controller-Spieler relativ schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Pedal-Controller hat, so wie ich jetzt zum Beispiel das habe von Aim-Controllers mit Code Floyd, könnt derzeit 60 Euro sparen. Schaut gerne mal vorbei. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Da kann ich halt jedes Mal, wenn ich durch eine Tür laufe, direkt die Viereck-Taste drücken und dann ist die Tür halt hinter mir zu. Und wenn dann jemand durchlaufen sollte, höre ich sofort, wo er gerade ist. Und zum anderen verwirrt es den Gegner auch noch extrem, dass halt gerade die Tür zu ist und dann denkt er, da kann doch gerade kein Spieler durchgelaufen sein. Funktioniert auch wunderbar, um euch in einem Raum zu verstecken, wo ihr euch dann in Ruhe planen könnt, wo euch der Gegner nicht vermuten wird, weil die Tür ja zu ist. Ja, dann ist auch scheiße. Nein, hier ist einer vor mir auch. Kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt, der meiner Meinung nach extrem unterschätzt wird, gerade bei dieser Time to Kill. Es ist unglaublich stark zu rechallengen. Rechallengen bedeutet, dass ihr von der Seite zum Beispiel oder von hinten angeschossen werdet und dann erstmal wegrennt und so tut, als würdet ihr weiterrennen und der Gegner wird euch dann hinterherrennen, weil er denkt, okay, ich habe ihn jetzt gerade weak geschossen, ich muss ihm jetzt hinterherrennen, ich werde ihn jetzt easy den Kill bekommen. Aber ihr dann seine Hektik ausnutzt und genau im richtigen Moment, wo er anfängt zu sprinten, wieder zurück an die Stelle kommt, wo ihr gerade angeschossen wurdet und ihn dann abschießt und diesen Überraschungsmoment ausnutzt. Hier seht ihr mal das perfekte Beispiel für den perfekten Rechallenge. Bei mir ist jemand. Rechallenge ist es, Baby. Wichtig ist dabei, wenn ihr angeschossen werdet, rennt ganz schnell in Deckung, tut wie gesagt so, als würdet ihr wegrennen und dann geht direkt schnell wieder zurück und fangt sofort an zu schießen. Und auch wenn ihr gerade lebenstechnisch komplett im Nachteil seid, das wird den Gegner umso mehr überraschen und ihr werdet sehr viele Gunfights dadurch gewinnen, glaubt mir. Der letzte Punkt ist eine Sache, die etwas schlechtere Spieler sehr unterschätzen und die vor allem gute Spieler vor allem extrem gut ausnutzen. Das ist nämlich die Map-Awareness. Das bedeutet, ihr solltet immer darauf achten, wo ist gerade die Zone, wo könnten gerade Gegner sein. Die ganzen Informationen sammeln von Punkten, die gerade passiert sind und dann dadurch, ohne eine Drohne zu haben oder sonstiges, Schlüsse ziehen, wo der Gegner jetzt eigentlich nur noch kommen kann. Eins gegen eins, der muss außerhalb der Zone sein eigentlich. Der muss irgendwo von hier kommen. Ja. Der Punkt ist sehr gut, um viele Kills zu machen, aber vor allem am wichtigsten, um einen Win zu holen. Und im folgenden Beispiel erkläre ich euch das Ganze, während ich spiele, was ich mir dabei gedacht habe, wann ich vorgehe, warum ich vorgehe und so weiter. So, zwei noch live. Einer hat sich gerade von den beiden getötet. Oh, die Zone ist genau bei mir. Okay, da ist der dritte. Ja, da sehen wir die beiden.
Gut. Dann kann ich ja sogar hier vorgehen. Oder kommt der hier rechts hoch? Ja. Gut, und wir wissen ja, wo der letzte ist. Da ist er. Da läuft er schon. Weiß schon, dass er sterben wird. Na? GG's. Achtet immer auf eure Minimap und dann könnt ihr immer per Ausschlussverfahren mehr oder weniger erahnen, wo die meisten Gegner eigentlich sein könnten, wo jetzt der letzte Gegner sein könnte. Zum Beispiel durch Schüsse, dann merkt ihr euch, okay, dort war der Gegner vor ungefähr 30 Sekunden, also muss er auch aus der Richtung ungefähr kommen und so weiter. Und da ihr jetzt das ganze Video bis zum Ende geschaut habt, gibt es auch noch einen Bonustipp von mir. Aber erzählt ihn echt keinem weiter. Dieses Wasser ist nicht tief genug, um sich da drin fallen zu lassen. So, das war's aber auch mit den 15 bzw. 16 Tipps und Tricks von mir. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare Hashtag Bonus, wenn ihr das Video bis jetzt gesehen habt. War wie gesagt ein extrem aufwendiges Video, aber ich hoffe vom ganzen Herzen, dass ihr euch dadurch verbessern konntet oder in der Zukunft auch noch könnt und dadurch dann vielleicht auch mehr Spaß habt. Ich würde sagen, das war's auch wieder von mir. Haut rein!